Jo, hier, ein kleines Burglevel. Jetzt sind wir zu dritt, jetzt müssen wir uns aufteilen. Wer geht nach rechts, wer geht Ist nach auch ein links? Burglevel, schlechte Erinnerungen. Nach rechts oder nach links? Ich gehe nach rechts. Wer kommt mit mir und wer ist mein Team? Level was? Zu Ajo. zweit gegen Prof. So, jetzt müssen wir das Gegenüber kaputt machen. Wir haben jetzt hier lauter Katapulte und Steine stehen und müssen das Gegenüber zerbomben. Los, Na Modi. dann. Prof, bist du schon bei dir? Ja, bin gerade beim Beladen. Los, Modi. Mach mal ihn kaputt. Mach mal seine Festung kaputt. Und na Okay. komm. Wer als erstes runterfällt, hat verloren. Yay. Irgendwann geht auch der Boden kaputt und die Katapulte fallen runter. Und so weiter. Ist halt so ein bisschen ein Battle hier. Alle gegen Prof. Oh, ja. Habe ich was getroffen? Ja, das Katapult, das ist gerade runtergefallen. Das Katapult getroffen war, an dem ich gerade gebastelt habe. Das ist. Wow. Das ist einfach runtergefallen. Yay. Ein Stein für Prof. Ein Stein. Zwergi. Ich Geht versuche mal gerade aus dem okay, an Stein. das Ah, und Katapult jetzt komme ich nicht geladen. mehr. Also an das Katapult komme ich nicht mehr ran. Ja, vielleicht doch. Uns Jetzt sind hier gerade nicht die weit hinten. Steine weggeflogen. Ah, ich bin weggeflogen. Ich bin Hurra! tot. Also ich bin. Jetzt sind wir hier wieder hier. Die Map neu gestartet. Yep. Ich bin einfach runtergefallen. Ich war tot, deshalb hat sich das ganze Spiel, wenn du als Admin stirbst, als Host. Na gut, ich gehe diesmal auf die Gewinnerseite. Dann gehe ich hier rüber. Auf die Gewinnerseite. Ich alleine gegen alle anderen. Alleine. So, Katapulte laden. Versuch mal mehrere reinzustecken. Das wollte ich auch versuchen, als du neu Yep. gestartet hast. Ja, ich bin Und halt das versuche ich jetzt runtergefahren. auch. Ich bin halt runtergefallen. Wenn ich runterfalle, ist das Spiel vorbei. Aber nur, wenn du runterfällst. Yep. Wenn ihr runterfallt, dann könnt ihr neue. Glaube ich. Oder seid ihr auch raus? Nummer eins. Ich schieß mal zwei. Mal Ja, sehen, ich was habe hier noch passiert. nichts Nummer gekriegt. zwei. Ich habe hier Okay, noch nur ein. nichts. Ich kriege hier nichts Nummer hin. drei. Ja. Ich was getroffen? Scheinbar schon. Ich versuche hier erstmal das Katapult zu laden. Ich bin jetzt gerade in der. Ah, verdammt! Ich bin runtergefallen. Der Level beendet Wahrscheinlich sich beendet er sich automatisch. automatisch. Und ich starte neu. Oh, okay. Wollen wir vielleicht lieber irgendein anderes machen? Ja. Es wird ein bisschen langweilig. Ich bin gerade hier nochmal reingehüpft. Ich werde eh gleich sterben. Wir Oh, sind jetzt alle in alle auf einer einem. Seite. Ich bin jetzt alle auf einer Ja. Seite. Ich habe nicht drauf geachtet, wo ihr lang Ja. seid. Ja gut, dann Ach, zerstören da wir. hinten oben auf dem Turm ist auch ein Katapult. Aber wie kommt man da dran? Das ist die Frage. Man katapultiert Moment, ich sich selbst respawn mal. hoch. Vielleicht katapultiert man sich selbst hoch. Das wäre eine Möglichkeit. Stimmt, das könnte man machen. Warte mal, ich habe dumme Ideen. Auf geht's! Was hast du für dumme Ideen? Modi, bist du jetzt auf Mich der anderen Seite? umschreien. Ich erahne die Ideen. Modi, bist du auf der anderen Seite? Nö, ich bin auf Nee. deiner. Ach Mann. Irgendwen müssen wir doch besiegen. Oder müssen wir uns selbst zerstören. Das hast du jetzt schon dreimal geschafft, zweimal. Ja. Ich hab einen Stein. Okay, Moment, schieß mich Oh, los. der Prof ist mitsamt Ding runtergefallen. Oh, und. Okay, dann Ups. lädt's bei jedem Gut. neu. Hupsi. So, das hätte ich noch. Das können wir noch starten. Okay, das sieht interessanter aus. Nochmal kugeln. Das auch noch, können wir auch noch gegeneinander kämpfen. So, choose your destiny. Weapons and shields will respawn. Bei mir lädt's noch. Okay.
Destiny. Also, ich bin gelb. Grün. Modi, du musst dann... Nimmst dann was anderes. Na gut, dann... Ich fühle mich wie rot. Dann nehme ich blau hier. Warum zur Hölle bin ich einfach respawned? Tja. Also ich habe jetzt hier eine beidseitige Spitze. Okay, ich habe... Ich bin respawned. Ich habe mich selbst getötet. Alter. Ich habe mich selbst getötet. Das ist mal eine fette Waffe. Oh, ich bin in meine eigene Waffe geflogen. Das erklärt. Ja, ich auch gerade. Das Ganze. Ich habe ein Schwert. Ich habe so ein komisches Ding mit roten Teil am Ende. Ich auch. Wo seid ihr überhaupt? Aber es ist ein Schwert. Ich bin hier auf meiner Insel. Also ich versuche hier gerade noch mein Schwert zu grabben. Ah, verdammt. Modi hat sich selbst... Ich bin in dein Schwert gerannt. Ja. Bevor du mich töten konntest. Yay. Jetzt habe ich mein Schwert einfach endlich gegriffen. Eisflächer. Na komm. Oh, da ist ein Schild. Drauf, ich hab dich. Ich krieg dich. Ah! Ein Schild für dich. Verdammt. Das Schild, ja, damit kannst du dich verteidigen. Ha-hu. Ah, verdammt. Aha, erwischt. Versucht mal mich zu erwischen. 1-0 für Prof. 1-0 für Prof. So, ich bin grün. Da ist nix. Okay, ich habe keine Waffe. Ich bin gerade auf grün gegangen. Ja, das ist die Waffe, die ich gerade benutze. Ich habe ein Schild. Hast du meine Waffe? Nein. Aha! Das Schild bringt nichts. Unter dem Schild mich gehauen. Offensichtlich. Ich gehe jetzt hin wieder. Das passt zu meinem Skin. Ich bin Captain America. Ah, verdammt. Ach. Okay, das ist ein schickes Ding. Das Schild bringt wirklich nichts. Was gibt's hier noch? Okay, bei Rot. Ja, das sieht fancy aus. Oh, knapp daneben. Und ich glaube, Rot gibt's noch was. Woran bin ich gestorben? Bist du gerade von dem Rand gerutscht? Oh, ich habe hier ein ganz großes. Ich habe eine Sense. Ich bin der Sensenmann. Ich hole jetzt meinen Stock wieder. Warte kurz. Ich bewaffne mich. Ich auch. Du bist in deinen Stock gesprungen. Bin ich nicht mal, ich bin einen halben Meter doch, bei mir. Doch, du bist punktgenau auf dem Ding gelandet, von mir, in meiner Sicht. Ja gut, bei mir nicht. Bei mir bin ich einen halben Meter davon weg. Mir das Teil jetzt kommt wieder. Der Sensenmann. Ich will eine andere Waffe. Okay, jetzt bin ich punktgenau da gelandet. Also ich habe eine Sense. Fast eine Axt. Ahu. Fast eine Axt, das ist doch meins. Das müsste meins sein. Ich einen Stock wieder. Ich habe eine Sense. Ah, muhaha. Ich sense euch alle nieder. Wie Weizen. Oder was wird gesenst normalerweise? Du. What? Ha. Oha. Ich glaube, wir sind in einer Pattsituation. Kennst Tänzchen. Nope. In was bin ich gesprungen? In dein Schwert. Hat sich wieder seitlich gedreht. Ich bin unbesiegbar okay, meine mit meiner Sense. Scheiße. Was gibt's denn noch so? Oh, das ist was sehr, 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 sehr Großes. Das gucke ich mir doch mal an. Jo. Okay, was zur Hölle ist das? Und holy Macaroni, ich will es haben. Aha. Oha. Sterb gleich an meiner eigenen Sense. So wie ich gerade. Ich habe eine Sense. Hab ich komme zu dir, Prof. Endlich? Ja, hab ich. Und gleich erledigst du mich. Ich bin wieder bei meiner ursprünglichen Waffe. Ich bin gerade beim Prof. Niemand nimmt mir meine Sense. Ha-hu. Oh oh. Das Zielen ist echt scheiße. Ich hänge hier mit meiner Sense fest. Wow, gute Arbeit. Auf dem Boden liegende Waffe gerannt. Verdammt. Erwischt, meine Sense. So, wo ist noch was frei? Wo, auf welchem Feld liegt noch eine Waffe? Wo kann man sich noch was holen? Überall auf dem Boden. Oh ja, das... Hier ist noch ein Schwert. Bei Gelb ist noch ein Schwert. Der war knapp. Der war scheiß knapp. Das ist so ein Urukai. Verdammt. Das ist ein Urukai-Schwert. Das Ding ist unglaublich unförmig, aber geil.
Irgendwie sind alle Waffen extrem unförmig. Okay, Sensor dafür, ja. Was will ich? Erwischt. Jo. Nein, ah, verdammt. Jo. Ich wechsle auf das dicke Teil. Oh mein Gott. Ich habe einen Prof als Waffe. Ich glaube, ich töte nicht so viele. Obwohl, doch tue ich, aber dafür brauche ich wieder eine Waffe. Ja, hier habe ich mir mein Monster-Ding geholt. Monster-Ding. Ich habe einen Prof als Waffe. Ha. Ich ein Mordi. Du hast keine Waffe. Er ist deine Waffe. Nein, einfach nur. Ja. Okay, irgendwer muss loslassen. Nö, niemals. Okay. Meine Waffe rennt mit mir weg. Ich benutze Prof als lebendes Schutzschild. Ich zieh weg hier. Verdammt, das ist gemacht. Ja. Geflucht. Oh, hallo. Jo. Okay. Hier habe ich ein Schwert. Hier ist Mordi wieder mit seiner Riesenwaffe. Ja. Punkt genau in eine Waffe reingerutscht. Ist mir auch schon passiert. Ich auch. Ich auch gerade. So, wollen wir noch was anderes machen, oder? Nö, das ist ganz lustig eigentlich. Das ist so unglaublich nutzlos, aber auch irgendwie geil. Also ich liegen gerade alle. Ja, ich hab sie. Also hier liegen gerade alle Waffen auf dem Boden, deshalb. Wo geht's auf Zwergi? Also ich komm an keine Waffe mehr. Ich komme an keine Waffe mehr dran. Ich hab gerade im Vorbeirutschen eine erwischt. Ich bin gerade in eine reingerutscht. Das ist so wunderbar schwachsinnig. Ja. Nein! Erwischt. Okay, ich hab hier ein... Das dicke Teil ist echt verdammt gut. Ich hab hier einen Stock. Ich hab hier einen Stock mit rotem... Ich hab hier einen auch dicken... knapp eine Minute gebraucht, um das Scheißding von der Halterung zu kriegen. Ich hab hier einen dicken roten... Dicke oder was? Ja. Ich habe hier einen dicken roten Stock mit Klöppel vorne dran. Ach, verdammt. Ich habe mich selbst gekillt. Der dicke Bommelstock, wer kennt ihn nicht? Ich versuch mal ganz kurz. Was? Ach, verdammt. Ich bin auf dem Prof gelandet. Passiert. Wir müssen den Mordi töten, damit er seine Waffe los wird. Ich glaube, das wird erstmal nichts. Probieren. Ich möchte mal versuchen, ob man das Teil auch anders halten kann. Bestimmt nicht. Dann bist du tot. Nein, nicht vorne, ich meine. Auf geht's! Ach, wieder reingerannt in mir. Ich halte die Axt zwar falsch rum, aber egal. Du wusstest die Axt, ich brauche die Axt. Ja, ich hab ihn! Verdammt, ich bin auch gestorben. Ich will auch mal eine Axt haben. Ich bin doch hier der Zwerg. Ich brauche die Axt. Ja, mit der Axt. Die Axt liegt hier. Ja, das tut sie. Ja. Wo, auf welcher Seite? Bei Rot? Bei Rot liegt sie. Ich wollte eigentlich versuchen, ob man die irgendwie verdammt. Zwischen den Beinen halten kann. Zwischen den Beinen? Hoppe, Reiter. Ich hab die Axt. Nicht. Die Axt hat dich. Nee. Die hat mich getötet. Ups. Ich habe mich verknotet. Jo. Nein! Okay, der Voice hat bei mir echt übelsten Delay anscheinend. Naja. Ach, verdammt. Wie stark denn? Eine Sekunde. Sagtest du schon vorhin. Nein, da war es meine Steuerung. Ich habe also insgesamt... Ach verdammt, warum renne ich immer in die Waffen rein? Das ist doch nicht wahr. Das sehe ich doch einfach. Mal testen. Sage 1, sobald ich 1, sobald du hörst, dass ich 1 sage. 1. 1. Ja, kommt hin mit einer Sekunde. Mhm. Dachte ich mir. So, Moment, ich will jetzt aber trotzdem mal versuchen. Also bei mir müsste eigentlich alles reaktionszeitmäßig sein. Ich höre eigentlich alles.
Ja gut, du hast ja sowieso von Natur aus eine Sekunde. Wie? Ich hab wieder die Sense. Wieso habe ich von Natur aus eine Sekunde? Bei deiner Reaktionszeit? Yep. Oh. Die ist aber 2 Sekunden lang. Ah, ich bin vom Abgrund runter. Die Sense liegt wieder bei mir. Naja, die 1 Sekunde Reaktionszeit gilt ja nur für Dinge, auf die man nicht vorbereitet ist. Yep. Wie zum Beispiel auf Angriffe von... Wenn du dich schon geistig auf irgendwas vorbereitet hast, dann ist die Reaktionszeit sehr viel geringer als die Sekunde. Meinst du? Bei mir ist sie trotzdem noch ziemlich gering. nicht hoch. Kommt drauf an, wie man sieht. Aus welcher Perspektive. Und das ist eine Frage der Perspektive. Gute Arbeit. Gut. Mensch, 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 wir müssen doch nicht in Julian Bams Zitaten hier zu arbeiten. So, der hatte schon mal besseren Content, ja. Sollen wir noch ein anderes Level kurz ausprobieren? Es ist jetzt 19.50 Uhr, also ich würde jetzt mal... Wee! Wollen wir jetzt noch 10 Minuten hier rumhängen oder wollen wir noch ein anderes Level kurz anspielen? Wenn du noch irgendwas anderes hast? Ich könnte mal gucken. Jetzt, nachdem ich euch beide getötet habe, könnt's mal spielen. Schaut euch, ist doch gut. Ich habe Vögel gesehen. Was, wo wird gevögelt? Jo, hier wären wir. Das ist das Boot-Level. Das ist wirklich ein bisschen schrottig, weil man da... Ach, das Boot-Level. Ja, damit, ja, kann man nicht, ja, damit kann man nicht fahren. Also wenn man da oben ist, dann kann man damit nicht... Man wird da weggeschubbt. Also ich laufe mal rüber durchs Wasser zu einem dieser Dinger hier. Ich lade noch. Aha. Hier kann man nicht ertrinken. Das ist das Interessante. Ich lade oder schon. Immer noch. Ich sehe es. Du stehst gebeugt. Ich glaube, ich hänge im Ladescreen fest. Ja, du stehst hier relativ gebeugt. Ja, wie gesagt, ich hänge, glaube ich, im Ladescreen fest. Ich nehme dich mit. Ach nein, jetzt bin ich da. Aha. Jetzt bist du auf mir. Ich sitze auf dir. Yep. Oh, die pinke Ente. Auf geht's, Luftmatratze. Pinke Ente. Ach, komm schon. Wer braucht eine Ente, wenn man eine Luftmatratze hat? Ach du Scheiße, was ist denn das für eine Hitbox hier? Eine schlimme. So, ich fahr jetzt mal da hoch. Okay, doch, man kann noch ertrinken. Na komm. So steuert man das Ding übrigens. Also gar nicht. Nehmen wir wieder die Hüpfen-Variante. Man kann ja sich mit dem Hüpfen noch fortbewegen. Ich bin der pinken Ente. Eine weiblichen pinken Ente. So, und wenn wir dann da oben sind, dann müssen wir uns ganz doll festhalten. Sonst fallen wir sofort raus. Ich will den Rettungsring. Also ich bin wie gesagt in der pinken Ente. Musst du nur in die Nähe vom Land schaffen. Juhu. So. Ich steuere gerade auf das Ding ins Ziel zu, auf den Fahrstuhl. Oh, komm. Ich bin ersoffen. Na, schaffen wir's. Schaffen wir nicht. Müssen wir noch warten. Alter, wie stehe ich denn da, Mann? Ah, verdammt, ich bin über Bord. Oh, da hinten sind solche komischen Bälle. Ich bin über Bord. Jo. Da gibt es, glaube ich, auch ein Level dazu, wo man sich mit solchen Bällen durch die Gegend fahren lassen kann. Ja, ich bin im Rettungsring. Jo. Und ich versuche hier hochzukommen. Der lässt sich sehr gut steuern. Ich versuche hier hochzukommen. Na komm. Na, yay, ich bin drauf. Und jetzt festhalten. Schaut mir zu. Ah, verdammt. Wie kommt man denn da hoch? Einfach auf den Fahrstuhl drauf. Ah, Fahrstuhl. Kacke, ich bin wieder unten. Nein. Ja, ich hab's nicht geschafft.
Ah, verdammt. So, ja. Dann gehe ich halt okay, in den Low Enter. Dick blaue Nerd Enter. Mit Ö. Ja, mit Ö. Die blaue Mörte. Der die blaue Mörtel. Genau der. Ah, du bist jetzt im Rettungsring. Ich bin schon die ganze Zeit im Rettungsring, weil man den echt gut steuern kann. Ey, die pinke Ente, die liegt jetzt. Ich zweifle gerade mit einem Motorschnellboot. Die sind übel. Die sind schon im regulären Level echt. Hops rüber. In. Okay, ich komm zu dir, Modi. Sehe nix, bin guck, ich. Dass ich auf dem komischen Fahrstuhl-Ding. Bin ich mit drauf? Bin. Ja, jo, ich bin drauf. Ist relativ groß, das Ding. So festhalten, Modi. Ganz doll festhalten an deinem Ring. Wo bist denn du? Hier, neben dir. In der pinken Ente. In der riesigen, ach großen, so. Pinken Ente neben dir. Achso, ich sehe nur die Ente. Ja, ich halte mich dran fest. Ich bin innen drin. Ich sehe, dass der Kopf wackelt. So, ganz vorsichtig, jetzt geht's gleich. Laggy. Backup. Nee, das wird ganz schlimm jetzt. Das wird ganz schlimm. Yep. Ja. Okay, ja. Ja, ich glaube, ich hänge irgendwo. Ich bin wieder am Start. Ich habe es geschafft. Ich habe die Fahrt überlebt. Ich weiß nicht mal, ob ich fahre. Ach doch, ja. Hey, ich fliege über die Map. Ich fliege, glaube ich, gerade über den Rand. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Du bist am Start. Nee, du bist dort fast auf dem. Man kann hier auch quer durch den Ozean laufen. Man kann hier quasi nicht ertrinken. Das doch, Wasser ist so niedrig. Das Wasser ist so niedrig, man kann immer in die Luft hoch. Okay, das ich Ding bin ertrunken. Zerlegt. Jo, hoch hier. Ja gut, das waren jetzt schon 6 Minuten. Was für 6 Minuten? Beweg dich, du Scheißboot! Was waren 6 Minuten? Die wir jetzt hier schon mit Mist verbracht haben. Yep. Beweg dich! Also ich weiß, wo der Ausgang von dieser Map ist. Hä? Ich weiß, wo der Ausgang ist. Ich glaube, den gibt's nicht. Nein, den gibt's nicht, aber der ist so ein Mülleimer. Irgendwo ist so ein Mülleimer mit so einem. Achso, ja, den Mülleimer, den habe ich gesehen. Ja, der ist nicht direkt der Ausgang, aber das ist zumindest der, da kann man sich reinwerfen. Was hast selbst du für Probleme mit den Motorschnellbooten? Was, ich? Die lassen sich doch so gut steuern. Ich war ja in so einer Ente drin. Ich nehme Motorschnellboot. So, wir müssen den Mülleimer finden. Ich hab's nicht, ich fahr jetzt gerade drauf zu. Okay, ich bin an der anderen Seite der Map wahrscheinlich. Oh. Und ich habe das Boot relativ gut geparkt. Ich glaube, so komme ich noch nicht ganz rüber. Schade. Okay, lauf zu dir quer durch den Ozean. Man kann hier sehr gut durchlaufen. Ach, da bist du. Man braucht eigentlich gar kein Boot, um darüber zu laufen. Also, ich laufe hier sehr gut durchs Wasser. Natürlich braucht man es nicht, aber es ist cooler. Ja. Perfekt geparkt. War das nicht hier irgendwo? Ach verdammt, ich bin auf der falschen Seite. Also wenn man hier mit einem weißen Avatar ist in dieser Map, also mit einem ungestalteten weißen Avatar, dann ist das hier auf diesen weißen Ebenen ziemlich. Ich dachte schon, jetzt kommt irgendwas Rassistisches. Nö. Wenn man hier mit einem weißen Avatar ist, dann wäre Hitler stolz auf dich. Ja. Einfach nur was. Das muss ich, glaube ich, rausschneiden. Nein. Nein. Sonst musst du es noch als kinderfreundlich kennzeichnen. Was? Ich habe schon überlegt, ob ich dann, wenn ich wieder YouTube mache, ich bin drüben. Einfach jedes Mal zu Beginn mit einem Dildo auf eine Dartscheibe werfe. Ich bin gleich beim Müll. So als Tradition. Yep. Klingt doch nach einer interessanten Idee. Das wäre ein cooles Prä-Intro. Mhm. Damit hättest du es auch geklärt. 20 Punkte. Ah, verdammt, ich bin gestorben. Noch besser wäre, wenn das einfach das ganze Video ist.
Jo. Jeden Tag einfach das einmal. Sieht nur mich, wie ich den Dildo, über die Schulter werfe und auf eine elektronische Dartscheibe, die dann nur schreit, Bullseye! Das Video endet. Ja, dann hättest du zumindest, da hättest du zumindest mal Videos auf deinem Kanal. Das wäre auf jeden Fall mal was wert. Hey, ich habe ein Intro auf meinem Kanal. Das ist immerhin ein Video. Ja. Das ist wahr, ich habe weniger. Zumal der Kanal sowieso nicht mehr belebt werden wird. Warum das eigentlich? Weil ich mein Pseudonym plane zu wechseln, aber aha, das dauert. Kannst du doch jederzeit. Ja, schon, aber ich muss erstmal eine Idee haben, was ich als neues Pseudonym verwende. Also nicht mehr der Prof, sondern der Doc. Dann bist du Doktor. ich versuche gerade zum Mülleimer zu kommen. Blablabla. Ei. So. Das Schwingen, das geht hier auch nicht wirklich. Das ist jetzt hier nicht sehr effektiv. Man tut hier nicht wirklich hochkommen. Oh nein, ich bin vom Boot gefallen. Seufz. Ich habe schon gegen Bären gekämpft und dabei mein Auge verloren. Ich habe schon gegen einen zweiten Bären gekämpft und dabei meinen rechten Arm verletzt, an meinen linken. Aber hier in der weißen Wand komme ich nicht hoch. In der weißen Wand kann man halt nur schwer aufs Maul hauen. Ah, der Prof ist rum. Du hast einen ordentlichen Hammer. Da du hast ziemlich hoch, Prof. Prof fahrt so ziemlich hoch. Wenn ich dich versuche, es hochzuziehen, fallen wir beide einfach wieder runter. Ja, ich bin hier an der Ecke. Mit der Ecke kann man vielleicht gleich durchkommen. Da. Na komm, hier, Prof, mein Hut. Nimm meinen Hut. Ich komm auch das langsam. Das ha. Na komm, mein Hut. Hasten. Und zieh. Und zieh. Ja, sehr gut. Oh mein Gott, das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Jetzt fehlt nur noch Morty. Kommt da. Fahr ich in die richtige Richtung? Also ich steck schon, schon mal in die Mülltonne. Ja. Die Mülltonne ist eh nur eine Attrappe. Das reicht. Ja. Oh mein Gott, das hat funktioniert. Sie ist keine Attrappe. Offensichtlich. Sie ist keine Attrappe. Die Mülltonne ist keine Attrappe, sondern wirklich ein Ausgang. Ach du Schande. Ich wüsste nicht, dass dass die Ausgänge dynamisch platziert werden können. Wow. Natürlich. Der auf der einen Map hat doch auch den ganzen Untergrund als Ausgang. Na denn. Ja, aber das ist nicht da dynamisch. Das ist bloß halt der Untergrund halt groß. Okay. Hui. Feuerberg auf.